Ja, hallo. Hallo, musste wegen dir schon mal eine Mauer wieder abgerissen werden? Nö, da hatte ich bis jetzt zum Glück, aber hat auch immer gute Wasserwaage dabei. Danke, tschüss. Hi, ich bin der Kai, ich habe Maurer gelernt und jetzt den Landeswettbewerb als Maurer gewonnen. Warum hast du dich fürs Handwerk entschieden? Ich meine, ich bin einfach ein Schaf, ich muss was machen. Ich kann nicht den ganzen Tag in der gleichen Halle stehen und in der gleichen Maschine rumstehen, das kann nicht. Ich muss einfach morgens aufstehen, was machen und noch liegt mir abends ins Bett, mir schlaf gut. Zeig uns dein wichtigstes Werkzeug. Dass man mauern kann, braucht man eigentlich nicht viel. Eine Kelle zum Mörtel aufziehen, eine Wasserwaage, dass man mauern kontrollieren kann und eine Schnur. Mehr braucht man eigentlich zum Mauern. Was sind die typischen Klischees in deinem Beruf? Wenn man da sagt, man ist Maurer, dann heißt es gleich, ja, wie viel Käste Bier trinkst du am Tag? Meine Bierpause, das hört man oft, aber das ist eigentlich gar nicht mehr so. Man muss den Kopf bei der Arbeit haben und nach dem Schaffen kann man gar noch Bier trinken. Wie ist die Bezahlung im Bau? Bezahlung ist auch ein wichtiges Thema. Ist auf dem Bau sicher nicht schlecht, wenn man ein bisschen Gas gibt. Ausbildung ist ja, ich glaube, so viel wie Maurer kriegen nicht viele Berufe. Was sind die Nachteile, wenn man auf dem Bau arbeitet? Man ist immer draußen, Vorteil und Nachteil. Wenn es halt schneit und regnet, dann ist man halt trotzdem draußen. Aber da gewinnt man sich auch dran, da muss man durch. Hat er da ein bisschen ab.